Hi, hi, willkommen zum Vlog mit der Ordnungsnummer 30. Ich bin schon voll mit Vorfreude auf die bevorstehende Tour. Wie ich das schon im Titel geschrieben habe, 6 Länder innerhalb einer Woche. Was euch erwartet, ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Abwechslung, sehr viel unterschiedlicher Eisenbahnverkehr. Das endgültige Ziel dieser Reise ist Pula in Kroatien. Und aber was ich schon mal im Vorfeld sage, ich fahre nicht auf dem direkten Weg dorthin, sondern mit ein paar kleinen Abstechern. Wir sind ja ganz gemütlich unterwegs und heute am ersten Tag, Sonntag haben wir heute übrigens, heute geht's erstmal durch die Schweiz und ja. Und der nächste große Step kommt dann erst heute Nacht bzw. morgen. Ja, insofern, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen und ja. Wir begrüßen Sie in der S24 nach Neuhausen, Winterthur, Zürich Hauptbahnhof, Zug. Welcome on board the S24 service to Neuhausen, Winterthur, Zürich Main Station, Zug. Ich fahre jetzt mit der S24 der S-Bahn Zürich nach Zug. Ja, ich fahre mit dem Zug nach Zug. In der Schweiz gibt es tatsächlich eine Stadt, die Zug heißt. Auch was anderes, Besonderes. Ja, und in der Schweiz gibt es keine Maskenpflicht mehr. Und das ist für mich jetzt auch mal Premiere, nach 2 Jahren wieder ohne ein schlechtes Gewissen in einem Zug ohne Maske sitzen zu dürfen. Das, ja, und ich brauche auch wirklich kein schlechtes Gewissen, denn der Zug ist ja auch komplett leer. Also keine Infektionsgefahr. Nächster Halt,
Zug, Endbahnhof. Wir bitten alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von Ihnen. Next stop, Zug, Terminal Station. All passengers are kindly requested to leave the train. Ich bin angekommen im Bahnhof Zug und ja, nach einem planmäßigen Aufenthalt von einer Stunde fahre ich dann jetzt gleich mit einer anderen S-Bahn weiter nach Sissikon in den Alpen. Soll richtig schön sein, was ich auf Bildern gesehen habe. Ja. Dieser Zug hält nicht in Rüschlikon, Kilchberg, Wollishofen, Enge und Biedikon. Grund dafür ist eine Verspätung aus vorheriger Fahrt. Zwei Stunden habe ich jetzt in der wunderschönen Landschaft in Sissikon verbracht und jetzt fahre ich mit der S-Bahn nach Brunnen, das ist nicht weit weg von hier, 5 Minuten Fahrzeit, das hat mir vorhin eine nette Dame im Zug empfohlen und ja, bis gleich. Thank you.
Nachdem ich jetzt gerade eben noch in Brunnen war, bin ich jetzt hier gerade beim Umstieg in Art Goldau. Ja, Brunnen hat mir tatsächlich auch sehr gefallen. War halt ein bisschen überlaufen, ein bisschen voll dort. Der erste Ort war noch ein bisschen ruhiger und entspannter. Ja, wie gesagt, jetzt bin ich in Art Goldau beim Umstieg. Jetzt geht es dann gleich wieder zurück bis nach Zürich, wo ich den Abend noch verbringen werde. Hier fährt gerade der Eurocity nach Milano aus und ich fahre gleich nach Zürich. So, der Zug war gnadenlos überfüllt, deswegen konnte ich da drin eigentlich gerade so gut wie gar nicht aufnehmen. Aber jetzt bin ich wieder in Zürich, wo ich jetzt noch den Abend verbringen werde, bevor es dann mit dem Nightjet weitergeht nach Wien. Das heißt, wir rücken unserem Ziel Kroatien, Pula, rücken wir näher, aber wie gesagt nur ganz langsam. Wir gehen die Reise ganz gemütlich an, wie gesagt. Jetzt erstmal noch ein... Verbringen wir erstmal noch den Abend sehr schön hier in Zürich. Es sind ja immer noch 4 Stunden, bis der Zug abfährt. Und den Abend verbringe ich in der Innenstadt.
Sonne über Zürich ist untergegangen. Ich habe noch einen sehr schönen Abend gehabt, war noch im Zürichsee baden. Hinter mir fährt gerade ein Zug ein. Und ja, jetzt fahre ich mit dem Nike-Chat weiter nach Wien, wie ich das schon angekündigt habe. Mal schauen, ob mir die Fahrt gefallen wird. Ich habe ja bereits im Vlog 28 erwähnt gehabt, dass der Nike-Chat ja nicht so mein großer Freund ist unter den Nachtzügen. Mal schauen. Und natürlich fahre ich bei der ÖBB im Sitzwagen mit, weil die Schlaf- und Liegewagen bei der ÖBB ja immer komplett überteuert sind. In Osteuropa kann man sich das leisten, aber bei der ÖBB halt nicht. Servus und guten Morgen hier vom Wiener Hauptbahnhof. Ja, ich bin ziemlich kaputt. Der Nike-Chat hat meine Erwartungen wie immer untertroffen. Es war wie immer total unbequem. Wir waren 4 Leute im Abteil. Die anderen 3 Leute haben sich ziemlich breit gemacht und ja, ich war da so ein bisschen eingeengt. Dann hatten wir nachts wieder 1,5 Stunden Aufenthalt in Salzburg. Da wurde dann rangiert, dementsprechend kein Strom auf dem Zug und dementsprechend keine Klimaanlage. Was dann natürlich hieß, dass es richtig heiß wurde im Zug und dass es angefangen hat zu stinken. Und ja, die Sitze nicht unbedingt bequem und ich habe es euch am Video gezeigt, wie dann nachts um 4 Uhr, da standen wir in Salzburg. Nachts um 4 Uhr ging dann dieser Alarm plötzlich los und ja, ich weiß nicht, wann ich es endlich lerne, dass das keinen Sinn macht, mit dem Nike-Chat zu fahren, weil es einfach kacke ist. Ich probiere es immer mal wieder aufs Neue. Ich gebe dem Nike-Chat immer wieder aufs Neue eine Chance und immer wieder verkackt der Nike-Chat es bei mir. Ja, meine schlimmste Fahrt hatte ich ja im Sommer 2020. Da hatte ich ja auch einen Vlog gedreht. Das war der 16er, glaube ich. Da bin ich ja nach Ungarn gefahren. Und da hatten wir 3 Stunden nachts diesen Aufenthalt. Und dementsprechend 3 Stunden keine Klimaanlage. Und das war ja im Sommer. Das war, glaube ich, im Juni oder Juli. Das war noch brutaler als jetzt. Gut, wir haben jetzt auch schon Sommer, aber es ist noch Mai. Und ja. Ich sag immer wieder, wenn ich Nike-Chat fahre, immer sage ich nie wieder Nike-Chat. Und trotzdem mache ich es immer wieder. Naja. Ist mir jetzt auch wurscht. Ich will mir davon jetzt die Tour nicht verderben lassen. Schweiz gestern war cool. Österreich will ich heute auch was Cooles draus machen. Ich war jetzt hier eben mal noch bei der Bank und habe mir kroatische Kuna geholt, weil Kroatien, obwohl das EU ist, haben nämlich keinen Euro als Währung. Ja, jetzt habe ich mir 200 Kuna geholt, das sind umgerechnet etwa 30 Euro, damit ich später auch die Zugfahrt bezahlen kann. Ja, jetzt nochmal zum Plan. Den Tag heute haben wir erstmal wieder nur Österreich.
in der Tagesordnung. Ich fahre jetzt nach Semmering, schön wieder in den Bergen, genauso wie gestern. Und dann geht es weiter nach Graz. Und von Graz geht es dann heute Nacht nach Ljubljana, die Hauptstadt von Slowenien. Und von dort fahren wir dann morgen das restliche Stück zu Ende bis nach Pula, Kroatien. Jo, so ist der Plan jetzt erstmal. Mit dem Railjet geht's jetzt nach Semmering und ja, gestern war ich noch in einem Land ohne Maskenpflicht und heute bin ich gleich im extremen Gegenteil und zwar in einem Land mit FFP2 Maskenpflicht. Naja, ich werde es überleben, bis ich heute Abend in Slowenien bin. Also die Fahrt mit dem Railjet war jetzt mittelprächtig. Ich finde, der Railjet ist jetzt nicht unbedingt das Nonplusultra unter den Fernverkehrszügen. Die Sitze lassen sich nicht verstellen, was ich irgendwie in einem Fernverkehrszug als selbstverständlich ansehe. Und für längere Fahrten finde ich die Sitze auch ein bisschen zu hart. Gut, bis Semmering waren es jetzt 1 Stunde 15. Später weiter bis nach Graz ist es dann auch wieder 1 Stunde 15. Aber sonst finde ich den Railjet für den Fernverkehrszug eigentlich auch gar nicht mal so super, muss ich ehrlich gestehen. Ja, finde ich ehrlich gesagt sogar den 412 noch einen kleinen Ticken besser. Also ja, hättet ihr wahrscheinlich nicht gedacht, dass sowas aus meinem Munde mal kommt. Ja, aber ich möchte jetzt auch nicht nur rumnörgeln, weil hier in Semmering ist es jetzt wunderschön, ein kleiner idyllischer Ort zum Wohlfühlen. Ich habe euch ja gerade schon hier ein paar Aufnahmen gezeigt. Ja, und hier werde ich jetzt ein bisschen Zeit verbringen und hier ein bisschen abschalten. Also es ist ein schöner, entspannter, idyllischer Bahnhof.
So mag ich das. Fühle ich mich wohl hier. Hi von Graz Hauptbahnhof. 20 Minuten vor 6 am Abend haben wir jetzt. Und ja, eigentlich wollte ich mir jetzt hier nochmal die Stadt anschauen. Hier den Abend nochmal so ein bisschen verbringen. Allerdings sind 97% Regenwahrscheinlichkeit vorhergesagt. Und das schon jetzt ab 18 Uhr. Jetzt bin ich noch ein bisschen am Überlegen, ob ich es probieren soll. Ob ich das Risiko eingehen soll. Oder ob ich einfach am Bahnhof bleibe. Weil um 21.40 Uhr fährt nämlich erst der Zug weiter nach Ljubljana, Slowenien. Und ja, jetzt überlege ich mir das noch. Ja, ich denke mal, ich gehe in die Stadt und mal schauen. Zurück am Hauptbahnhof von Graz. In einer Stunde und 20 Minuten fährt der Zug nach Ljubljana. Das heißt erstmal 3 Stunden bis Ljubljana
kann ich ein bisschen schlafen. Und dann bin ich um 1 Uhr nachts in Ljubljana. Ja. Graz habe ich mir jetzt ein bisschen angeguckt. Stadt eigentlich relativ schön, aber irgendwo ist mir die Stadt auch sehr unsympathisch. Hier laufen so viele komische Machos rum. Keine Ahnung, ob das immer so ist, aber naja, so ganz wohl fühle ich mich hier nicht immer durchgängig. Der Zug kommt gleich und wenn die Angaben aus WaggonWeb stimmen, habe ich ungarisches Wagenmaterial von der MAF. Würde zumindest auch logisch sein, weil der Zug kommt nämlich aus Szombathely in Ungarn. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich da auch schon mal gewesen bin. Ja. So, die Grenze zu Slowenien ist überschritten. Das heißt, keine Maskenpflicht mehr. Sehr schön.
geil. Einfach abnormal geil. Nach unserem letzten Halt in Mariupol gerade eben ist der gesamte Wagen, in dem ich sitze, einfach komplett leer geworden. Und jetzt habe ich die restliche Nacht, also 1,5 Stunden sind es noch bis Ljubljana, habe ich hier den Wagen noch für mich? Hoffentlich. Wir halten, glaube ich, noch 2-3 Mal. Aber ja, also das sind echt Glücksgefühle, die hier gerade bei mir aufkommen. Das ist schon... Das ist schön, wirklich. Es ist kurz nach 1 Uhr. Ich bin in Ljubljana angekommen, der Hauptstadt von Slowenien. Ganz wichtig, von Slowenien, nicht zu verwechseln mit der Slowakei. Slowakei, das ist ja das, wo ich im Vlog 28 war. Und ja, wir sind jetzt hier in Slowenien. Wird gerne mal verwechselt, aber es sind zwei unterschiedliche Länder. Lernt ihr gleich noch ein bisschen Erdkunde hier auf meinem Channel. Ja, jetzt heißt es erstmal 3 Stunden warten, bis der Zug kommt und bis dahin auch irgendwie hinkriegen, ein Ticket zu kaufen. Ich verstehe diese komischen Automaten hier nicht. Gehe ich einmal hier drauf, dann kommt hier so eine weiße Fläche. Will ich Englisch aus?
Und dann gibt es nur diese zwei Schaltflächen. Aber hier verändert sich gar nichts. Hier ist einfach nur weiterhin so eine große weiße Fläche. Ich weiß gar nicht, wie diese Drecksautomaten hier funktionieren. Ist doch bescheuert. So, der um 4.16 Uhr, das ist meiner. Und ich stelle jetzt erst fest, dass es ein Bus ist. Ich dachte, das wäre ein Zug. Gut, dann geht's auf jeden Fall bis Divača mit dem Bus. Und von Divača geht's dann aber mit dem Zug weiter. Und zwar mit einem richtig schönen Zug. Das kann ich schon mal sagen. Ljubljana Bahnhof. Ich bin auch wieder hier der einzige Passagier im ganzen Bus. Aber ja, das sehe ich sehr positiv, denn das heißt, ich kann jetzt schlafen. Die zweistündige Busfahrt. Ja. So, jetzt bin ich doch wieder in einem Zug. Sieht aus wie ein Desiro. Ich habe nicht genau drauf geguckt von außen. Ich bin so müde. Aber ja, ab einer bestimmten Station ist der Zug wieder gefahren und ich bin müde. So, angekommen im Bahnhof Divača. Ich fasse die Situation noch mal ganz kurz zusammen, übersichtlich. In Ljubljana stand mein Zug als Bus dran. Also dachte ich auch, dass die gesamte Strecke mit einem Bus gefahren wird. Hab mich in den Bus reingesetzt, bin eingeschlafen und dann kam das Personal, hat mich aufgeweckt und ja, jetzt fährt der Zug hier weiter. Und ja, dann bin ich jetzt die Strecke bis Divača doch mit dem Zug gefahren und ja, bisschen habe ich schlafen können, aber müde bin ich immer noch. Jetzt habe ich hier in Divača nochmal 2 Stunden, bis der Zug nach Pula fährt. Und ja, wenn das alles so stimmt, wie ich mir das rausgesucht habe, fährt der Zug mit einem richtig, richtig schönen alten Dieseltriebwagen. Und ja, jetzt habe ich aber erstmal hier nochmal 2 Stunden, um mich ein bisschen auszuruhen. Divača ist übrigens immer noch in Slowenien, wollte ich noch hinzufügen. Also wir sind immer noch in Slowenien und sobald wir im Zug nach Pula sind, überschreiten wir die Grenze nach Kroatien.
So, das Wichtigste ist erledigt. Ich habe nämlich jetzt eine Fahrkarte. Ich bin doch sehr überrascht, dass es hier sogar auf Deutsch draufsteht. Fahrschein gültig von nach Normalpreis Erwachsener. Also die scheinen hier, ja, keine Ahnung, Deutsch im tiefsten Slowenien auf der Fahrkarte. Cool. Das hatte ich in direkten Nachbarländern von Deutschland nicht. Zum Beispiel Tschechien und Polen, da habe ich es nicht gehabt. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass dieser Triebwagen hier der ist, den wir bekommen werden nach Pula. Es ist jetzt zwar nicht genau der, den ich mir vorgestellt habe und der, den ich auf den Bildern gesehen habe, aber der sieht auch geil aus und der hat auch Übersetzfenster. Also von daher freue ich mich jetzt trotzdem genauso auch auf diesen. Thank you.
So, Aufnahme. Oh mein Gott, sehe ich müde aus. Ach du heiliger Bimbam. Ja, ich bin jetzt in Pula, werde hier jetzt auch 2 Nächte verbringen, 2 Tage Urlaub machen, werde mich diesbezüglich auch noch mal ein bisschen im Detail mehr dazu äußern und entschuldige, dass meine Sprache grammatikalisch jetzt gerade so katastrophal ist, aber ich bin einfach zu müde, um zu reden. Die Nacht in Ljubljana hat mir ziemlich zugesetzt. Ich warte jetzt noch bis 15 Uhr, bis ich in mein Hotel einchecken kann. Davor würde es sich nicht lohnen, irgendwie noch was zu machen, zumal ich einen total schweren Rucksack dabei habe. Und mit diesem schweren Rucksack sind es 2 Kilometer bis zum Strand, und mit dem schweren Rucksack ist es eher suboptimal für meinen Rücken. Ja. Guten Morgen. Es ist 3 Uhr in der Nacht am Folgetag. Und ja, ich bin direkt, nachdem ich gestern eingecheckt habe, eingeschlafen. Und ja, jetzt mal gucken, ob ich mich noch mal eine Runde hinlege oder ob ich heute dann früh losmache. Ja, noch mal kleines Resümee zu der Zugreise jetzt. Ich fand die Zugreise wirklich klasse. Also gerade jetzt der letzte Abschnitt von Graz bis Pula war ganz besonders, einfach weil das so abwechslungsreich ist. Das ist halt dieser große Vorteil vom Zugfahren gegenüber dem Fliegen, dass du halt diese Veränderung so richtig spürst und wahrnimmst. Du merkst, wie sich die Landschaft verändert, wie sich dann die Schilder verändern, wie nach und nach, also hier ein Land, also zuerst Slowenien und dann Kroatien, du merkst, wie sich die Menschen verändern. Du kriegst halt wirklich hautnah mit, wie du reist. So, und beim Flugzeug, du steigst halt ein, fliegst überall drüber, bist halt in 10 Kilometern Höhe, landest und dann bist du halt direkt da. Und diese Veränderung so Schritt für Schritt mitzuerleben, ist halt nochmal was anderes. Obwohl ich Fliegen ja gleichermaßen auch sehr mag. Das habe ich ja im letzten Video erwähnt gehabt, dass ich das Flugzeugfliegen auch über alles liebe. Ich habe es aber mittlerweile so gehandhabt, dass ich das jetzt meistens so mache, gerade auf weiteren Reisen, dass ich eine Strecke mit dem Zug fahre und die andere Strecke mit dem Flugzeug. Meistens die Strecke hin mit dem Zug, weil ja, das dann halt irgendwie am besten passt, wenn du auf dem Hinweg die ganze Veränderung und diese Dynamik, wie sich die Welt einfach beim Reisen verändert, weil du das da viel mehr wahrnimmst. Und ja, genau. Und heute werden wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal Pula anschauen. Und ja, aber mehr dazu sage ich dann später nochmal. So, jetzt bin ich wieder wach. Jetzt ist schon 11 Uhr, habe doch nochmal länger geschlafen. Und ja, heute schauen wir uns Pula an. Und ja, wie man hier sehen kann, ich hab ein Apartment direkt sogar mit Meerblick. Allerdings ist das hier nicht der Strand, sondern nur der Hafen. Und zum Strand sind es 40 Minuten Fußweg. Es würde auch zwar ein Bus hinfahren, aber dafür bin ich ein bisschen zu geizig, den zu bezahlen, weil ja, habe nicht genug kroatische Kuna mitgenommen, und hier an den Bankautomaten Geld abheben ist mir ein bisschen zu teuer von den Gebühren her, zumal mein Kontostand jetzt am Ende des Monats sowieso so ist, wie ich mir meine zukünftige Frau wünschen würde, nämlich unter 50. Aber wir schauen uns jetzt heute ein bisschen Pula an, da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Ich werde auch mal zum Amphitheater gehen, und es ist eine relativ schöne Stadt, und da zeige ich euch heute. We'll be right back.
So, letzter Tag Pula hat begonnen. Und wer glaubt, dass es jetzt schon zu Ende ist, der irrt. Ja, es fehlt noch ein Land. Heute geht's in die Niederlande. Das ganze Prozedere wird ähnlich ablaufen wie beim Polen-Vlog. Ja, dass am Ende einfach nochmal eine Rückreise über die Niederlande mit drin ist. Und wer hätte es gedacht? Auch mit dem Flieger. Ja, Pula war sehr schön. Es war richtig schön, nach einer Ewigkeit mal wieder im Meer baden gehen zu können. Gut, ich habe mir einen kleinen Sonnenbrand geholt. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ja. Ich bin jetzt am Busbahnhof und warte auf meinen Bus zum Flughafen. Und ja, wie gerade eben schon angesprochen, es war wirklich ein wunderschöner Urlaub. Leider viel zu kurz. Ich hätte mir noch einen Tag mehr am Meer gewünscht. Allerdings wäre es mir da, glaube ich, auch ein bisschen zu langweilig geworden alleine. Da wäre es natürlich schön, wenn man dann noch jemanden dabei hat. Dann wird es, glaube ich, nicht langweilig werden. Allerdings ist halt das was mit meinem Freundeskreis aus der Bahnfanszene so ein kleines bisschen schwierig ist. Nicht mit allen, aber mit den meisten. Die meisten langweilen sich, wenn man irgendwo hinfährt und ein paar Tage mal nichts mit Eisenbahn macht. Ich kann das sehr gut. Ich habe genug Eisenbahn in meinem Leben. Aber ja, das ist halt bei einem Großteil der Eisenbahnszene leider nicht so, dass diesmal irgendwie 2-3 Tage ohne Bahn aushalten, dass man sagt, man chillt einfach mal am Strand und genießt mal irgendwie eine andere Region von einer ganz anderen Seite. Ich kann mal auf die Eisenbahn verzichten, ich brauche das nicht immer rund um die Uhr. Wie gesagt, Eisenbahn kommt hier in dem Video auf jeden Fall auch nochmal vor, wenn wir dann jetzt gleich in den Niederlanden sind. In 3 Stunden sind wir da. Und dann geht es mit dem Nachtzug es geht dann erstmal nach Utrecht von Rotterdam aus. Und von Utrecht geht es dann mit dem Nachtzug zurück nach Baden-Württemberg. So ist der Plan. Und jetzt freue ich mich erstmal auf den Flug. Ich habe gebucht bei der Fluggesellschaft Transavia. Das ist eine niederländische Billig-Airline. Das Coole ist aber, dass der Flug durchgeführt wird von KLM. KLM, für die, denn das jetzt nichts sagt, das ist auch eine niederländische Fluggesellschaft und zwar eine richtige Premium-Airline. Diese Fluggesellschaft hat wirklich einen richtig guten Ruf europaweit. Sehr hoch angesehene Airline und da fliege ich mit einer Boeing 737-700. Auch das erste Mal, dass ich mit diesem Flugzeugtyp fliege. Also nicht mit der 737 an für sich, aber mit der Version 737-700. Das ist auch mein erstes Mal. Und ja, ich freue mich schon sehr drauf. Ja, ihr wisst ja, Flugzeuge sind auch voll mein Ding.
Mit diesem Intercity fahre ich jetzt nach Utrecht und von dort geht's dann mit dem Nachtzug wieder zurück zu mir nach Baden-Württemberg. Mein Nightjet wird leider umgeleitet, das heißt, ich muss jetzt doch anders fahren. Ich fahre jetzt nach St. Hertogenbosch, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und von dort fährt dann der Nightjet los. Mit dem Zug hier geht es dann jetzt los. Und fertig. Jetzt kam es gerade noch zu einem kurzfristigen Gleiswechsel. Ich habe rennen müssen wie ein Verrückter. Aber jetzt bin ich endlich im Zug, der mich direkt nach Offenburg bringt über die Nacht. Und morgen früh bin ich in Offenburg und jetzt kann ich also endlich schlafen. Ich bin kaputt. Ja. Masterpflicht für Deutschland. Für Deutschland gilt noch immer ein Masterpflicht. Ein Medizinischer oder ein FFP2-Maske, bitte. Dear passengers, our next stop will be München-Gladbach. We expect to arrive at München-Gladbach around 11:15. Mit einer Verspätung von 90 Minuten bin ich in Freiburg angekommen und ich wollte ja eigentlich bis Offenburg fahren, aber durch die 90-minütige Verspätung hätte ich den Anschluss da nicht gekriegt, also bin ich bis Freiburg mitgefahren. Die Fahrt war, was soll ich von Nightjet wieder erwarten, ne? Was mich am meisten wieder aufgeregt hat, der Zug hat die ganze Zeit angehalten nachts, also die ganze Zeit dieses Stop and Go, das triggert mich wahnsinnig, wenn ich in Zug fahre und dann schleicht der Zug so vor sich hin und dann hält er an, dann steht er da, dann fährt er wieder weiter, dann hält er ein paar Minuten später wieder an. Ich hasse das, das triggert mich. Und dann in Köln standen wir eine halbe Stunde, in Frankfurt standen wir auch wieder eine halbe Stunde und Frankfurt mitten in der Nacht, da sollte man natürlich nicht schlafen. Empfehle ich euch grundsätzlich, falls ihr nachts irgendwie mit einem Nachtzug fahrt, dann in Frankfurt immer den Wecker stellen, weil da laufen dann gerne mal so kriminelle Banden durch den Zug durch. Und ja, da kommt es zu Diebstählen in Frankfurt. Von daher nachts bitte wach bleiben, wenn der Zug in Frankfurt hält. So, ja, jetzt nehme ich von hier die S-Bahn der Linie S10 Richtung Donaueschingen. Das erste Mal, dass ich diese Strecke mit der S-Bahn fahre. Zuletzt bin ich auf der Strecke gefahren, als noch Doppelstockwagen bzw. 612, 611 gefahren sind. Mann, das ist schon lange her. Hab schon lange nicht mehr den Anlass gehabt, diese Strecke zu fahren. Und dann war es das heute auch schon von mir. Die Reise hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das letzte Teilstück hätten wir jetzt weglassen können. Alles, was mit Nightjet zu tun hatte,
hätte man weglassen können, aber der Rest war cool. Also das war eine Reise, die ich so schnell nicht vergessen werde. Viel Abwechslung drin, viel Spaß, viel Freude drin und ja, das werde ich so schnell nicht vergessen. Für mich war es ein richtig tolles Erlebnis auf jeden Fall. Schreibt mir eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich freue mich immer wahnsinnig über Kommentare. Damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.